Gott, und damit herzlichst willkommen bei Elite Effect und damit herzlich willkommen bei der Battlefield Hardline Magi Challenge. Und wie das Ganze abläuft, was ich wie als Nehmen habe, erkläre ich euch jetzt direkt in dem Gameplay. Damit herzlichst willkommen bei der Battlefield Hardline Magi Challenge. Bei jedem Tod muss ich einfach Magik, also bei jedem Tod, der am Ende dann auf der Liste steht, wirklich am Ende. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, es zählt wirklich nur, was am Ende auf der Liste steht, was am Ende die Tabelle anzeigt. Das muss ich dann konsumieren und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, weil ich habe richtig Schiss vor Magik. Und wenn ich euch sage, dass ich das Ganze schon in Battlefield 4 aufgenommen habe und ich dort verkackt habe, weil die Aufnahme abgebrochen ist, dann ist das, glaube ich, nicht so schön. Ich bin so ein Depp gewesen da, ey. Naja, aber ich glaube, jetzt werden wir das Beste draus machen. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich vielleicht hier über rechts gehen kann. Das ist das Ganze, glaube ich, ein bisschen einfacher zu machen. Weil hier halte ich mich am liebsten immer mit Reptile auf, wenn wir mal eine Runde zocken. Aber wenn die Gegner jetzt schon scheiße, die hauen mit dem Koffer ab. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Nein! Oh, da muss der Magikauter wohl die 1 einblenden. Ich hasse das, wenn die Punkte, wenn diese scheiß Abnahmepunkte immer irgendwo oben sind. Das ist so zum Kotzen. Lol. Lol. Wie sich hier alle sich aufhalten? Oh oh. Oh oh. Alter! Teammate! Lol, lol. Nein! Ja. Danke für das Silber Battle Pack und für die damit verbundene silberne. Oh mein Gott! Oh, silberne Waffe. Oh nein! Oh, ich dachte, der kommt noch nicht hoch. Oh. Fuck! Muss ich jetzt schon 3 Teelöffel Magie essen? Nein! Hui! Ich hoffe nicht, dass ich drauf gehe. Oh Kacke. Oh Kacke. Oh Scheiße. Oh oh oh. Oh Gott, hier ist es doch nicht safe. Oh mein Gott. Danke. Nein, die dürfen da nicht hin. Ihr dürft. Nein! 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 Nein, nein, na, nicht meine 4er KD, verdammt. Aber ich muss also, wie ihr gerade gesehen habt, ich muss jetzt verdammte 4 Teelöffel von diesem unglaublich leckeren Maggi konsumieren. Und jetzt kommt der Teil, auf den ich mich nicht freue, weil den habe ich schon mal hinter mir gehabt. Am Ende der Runde musste ich aber da 5 Teelöffel Maggi nehmen. Aber, ich finde das total geil. Normalerweise esse ich Maggi immer so früh. Eigentlich überhaupt nicht. Also doch, ich esse das schon früh. Warum esse ich das früh? Ich liebe damit Ei zu würzen. Aber so pur. Boah. Ja, ist okay. Ich mache die Teelöffel schon voll. Ich hätte Esslöffel nehmen können. Das wäre noch geiler gewesen. Das Geilste war ja, dass umso mehr du davon isst, umso ekliger wird es ja, ist ja logisch. Aber der erste Löffel geht aber noch, aber dann irgendwann das durch. Und ja, ich versuche das jetzt auch irgendwie so zu machen, dass ihr das auch seht. Ich habe nämlich gerade nicht die Webcam, das Webcam-Fenster vor mir, um zu... Ach Gott sei Dank, habe ich einen Teller hier, ey. Naja, nicht das Webcam-Fenster vor mir, deshalb hoffe ich, ihr seht alles.
Okay, Nummer 4 ist jetzt nah dran. Dann habe ich den Spaß getan. Spaß. Ah, ich bin so scheiße. Wieso mache ich das? Ich verstehe es nicht. Ich will den aber ehrlich gesagt eine voll machen. Also. Das war's dann also mit der Battlefield Hardline Magi Challenge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr fandet das Gameplay spannend. Schreibt mir mal in die Kommentare, warum so wenig Leute Hardline nicht mögen. Ich stehe übers auf das Spiel. Ich gehe übers auf das Spiel ab. Ihr habt geile Szenen gesehen. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie wir. Außer das Ende jetzt, das mit dem Magi. Das hat euch wahrscheinlich mehr Spaß gemacht als mir. Aber ist ja egal. Hinterlasst uns auf jeden Fall ein paar Kommentare. Schreibt vielleicht neue Challenge-Ideen in die Kommentare. Und ich sag's euch mal so, die nächste Challenge wird dann nicht mehr alleine sein. Das versuche ich mir einen anderen YouTuber mit ranzuholen, der dann ebenfalls sich quält. Und ich werde das Ganze dann zu einem kompletten Video zusammenfassen. Sozusagen, dass ihr sein Gameplay seht, mein Gameplay seht, seine Facecam sehen könnt und meine Facecam sehen könnt. Das ist jetzt der Plan. Ich hoffe, ich kann da irgendwas organisieren mit irgendeinem YouTuber. Mal gucken, wer darauf Bock hat. Hinterlasst uns noch einen Daumen nach oben. Und das war's also von mir, euer Monster. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!